Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Toys, die wir bei einer Ruffraktion uns besorgen können. Und wer hätte es gedacht, wir sind einmal hier bei der Drachenschuppen-Expedition. Und hier müsst ihr eine Ruhmstufe von 19 erlangen. Dann gibt es einmal hier diese schicken Banner. Und die können wir uns dann einfach beim Händler gegen ein paar Ressourcen kaufen. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns einmal hier in der Küste des Erweckens auf den Koordinaten 47, 82. Und da haben wir einmal das Lager von der Drachenschuppen-Expedition. Ich bin jetzt hier in diesem Zelt drin, wo wir den NPC haben. Und bei dem können wir einmal die zwei Banner kaufen. Einmal Banner der Forscherliga. Dafür brauchen wir 150 Vorräte der Dracheninseln plus einmal 20 zerlumpte Windwollstoff, die wir easy im Haar kaufen können für wirklich wenige Silber. Die kosten nicht mehr ein Gold, die Dinger. Und dann gibt es noch Banner der Archäologischen Akademie. Die beiden können wir uns dann einmal holen. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal an. Und dann erkläre ich euch, wie ihr am besten den Ruf hier so ein bisschen hochfahren könnt. Also, erstes Banner und zweites Banner. Ich vermute... Ah ja, hat ein bisschen nachgeleckt. Ich vermute mal, Banner, dass sie dann auch wieder ein bisschen Abklingzeit haben. Also machen wir erstmal das Banner der Archäologischen Akademie. Stellen wir einmal auf. Naja, 3 Minuten Abklingzeit, perfekt. Dann gucken wir uns das mal als erstes an. So, da stellen wir uns daneben. Ja, macht echt was her. Bei diesen Bannern ist es immer so ein bisschen das Problem. Die haben alle interne Abklingzeit von 3 Minuten und es gibt mittlerweile, weiß ich nicht, 100 sind es wahrscheinlich nicht, aber bestimmt 30, 40, 50 Banner. Und dementsprechend dauert es jetzt einen Ticken, bis ich euch das andere noch zeigen kann. Nichtsdestotrotz basteln wir das jetzt hier nur rein, müssen ihn ein bisschen warten. Ah, seht ihr, da haben wir auch das Banner. Das ist, glaube ich, die Hordenfraktion in Anführungszeichen und dann gibt es ja noch die Allianzfraktion. Und da müssen wir mal gucken, wie das dann genau aussieht. So, jetzt erkläre ich euch erstmal, wie ihr den Ruhm bzw. den Ruf hier hochfarmen könnt. Bei der Fraktion ist es ja so, dass ihr hauptsächlich den Ruf erhöhen könnt, indem ihr einfach Token hier bei der hier abgeben könnt. Moin, moin. Ne? Wenn ihr denn diese gefunden habt. Wo kriegt ihr diese Token her? Aus allen möglichen Schätzen in allen 4 Zonen gibt es einfach Tokens, die ihr bei ihr abgeben könnt. Ich habe die jetzt gerade alle abgegeben, deswegen kann ich die euch jetzt leider nicht zeigen. Aber das sind einfach so Abzeichen der Drachenschuppen-Expedition oder irgendwie so ähnlich heißen die. Findet ihr an möglichen Kisten, das geht relativ gut. Dann habt ihr natürlich wie bei allen Fraktionen die Option, erstmal die Main-Story-Quest-Reihe zu machen, die Side-Story-Quest-Reihe. Dann gibt es jede Woche 2 Weekly-Quests hier in dem Lager, die könnt ihr einfach annehmen, müsst ihr irgendwas für machen, manchmal geht es auch tatsächlich in Instanzen rein. Dann habt ihr die Möglichkeit, in Taldrassus auch Weekly-Quests anzunehmen, sowohl PvP für 2 Dungeons gibt es immer welche, dann gibt es auch für PvP-Aktivitäten Weekly-Quests und da könnt ihr dann immer Ruf-Tokens auswählen. Wenn ihr natürlich hier die Fraktion hochbasteln wollt, könnt ihr diese Ruf-Tokens dementsprechend einsetzen. Dann gibt es noch extra Kisten, die ihr im Laufe der Zeit freischaltet. Und zwar gibt es hier, Moment, gehen wir mal ein bisschen zurück. Wo haben wir es denn genau? Es gibt magische Schatztruhen, die schaltet ihr auf 16 frei. Da müsst ihr dann wie ein Torghast, also gibt es verschiedene magische Kisten, gibt es wie ein Torghast diese Kisten, wo ihr dementsprechend zu Hebel drücken müsst, um die zu öffnen. Dann gibt es Kisten, da müsst ihr einen Frostzauber drauf wirken oder Kisten, da müsst ihr einen Feuerzauber drauf wirken. Da helfen auch immer so Trinkets. Zum Beispiel habe ich hier eins aus dem Raid. Ich kann es mal einsetzen. Das macht halt, oder nein, ich will es nicht handeln, hier einsetzen. Und dann machen wir hier so einen Feuer-E-Spell. Also ihr braucht irgendwas, was am besten ein E-Spell macht. Oder ich habe auch noch ein anderes Trinket, das ich anscheinend auf die Bank gepackt habe, das Frostschaden macht. Also solche Geschichten sind ganz praktisch. Und wenn ihr nichts davon habt, könnt ihr auch noch diesen Special Spell einsetzen, den ihr jetzt nicht seht, weil ich den da unten drin habe. Ich ziehe ihn jetzt mal irgendwo hier oben hin. Hier. Und zwar Mechanismus Umgehung. Das hat 2 Stunden Abklingzeit und das könnt ihr, glaube ich, bei dem Ding skillen. Oder hat man das geskillt? Ja, genau. Also das kann man hier einmal skillen, dann kann man diese Special-Kisten aufmachen und da sind immer mehr von den Abzeichen drin, auch hier für die Fraktion einmal. Dann haben wir noch die Möglichkeit, eine weitere Kiste aufzumachen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht hier drin, sondern das finden wir einfach, wenn wir zu dem Händler hier gehen. Und zwar
gibt es auch noch so Schaufeln, die wir kaufen können, diese hier. Und mit denen können wir so lockere oder bewegte Erdhaufen öffnen. Und da sind auch nochmal die Abzeichen drin, die ihr abgeben könnt. Ihr seht, ich habe extrem viele Schaufeln hier. Und diese Schaufeln kann der Schmied herstellen. Ich bin selber Schmied und dementsprechend nehme ich die. Denn die von der Fraktion kosten erstmal Ressourcen, die ich eher nicht ausgeben will. Und da ist es dann auch noch zusätzlich so, dass sie nur 5 Aufladungen haben. Also die verbraucht man pro lockere Erde oder bewegte Erde, die man aufmacht. Und die hier vom Schmied, die haben dann einfach 20 Aufladungen. Also spart euch Taschenplätze. Und die kosten nicht viel zum Herstellen. Also die sind relativ günstig. Genau, das sind so die Möglichkeiten, um dementsprechend an Ruf zu kommen. So, jetzt haben wir die Zeit ein bisschen überbrückt. Und jetzt kann ich das zweite Banner noch aufstellen. So, das haben wir dann hier. Und das ist quasi, ich glaube, das ist von der Allianzfraktion, ne? Das Banner. Genau, das sind die beiden Banner, die ihr hier holen könnt. Und dann sind wir auch schon tatsächlich am Ende von dem kleinen Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken mit in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.